Ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Videos über Karten, die keiner mehr spielt, und zwar dieses Mal zu den Quasardrachen. Und ich muss sagen, ich liebe diese Kartengruppe, aber ganz ehrlich, die wurde sehr, sehr schlecht, ne? Vor allem halt mit dem Link-Format. Und darüber will ich heute mal reden, weil man muss sagen, diese Karten hier haben schon eine ganze Menge drauf. Also es könnte sein, dass man die Karte doch noch irgendwo spielen kann, aber irgendwie sieht man sie gefühlt gar nicht mehr. Und ich will heute diskutieren, wie das passieren konnte. Weil die Karten hier waren mal tatsächlich recht beliebt. Und ganz ehrlich, die Fanbase ist bis heute da. Also ich denke, die Quasardrachen gehören so ein bisschen zu den coolsten und beliebtesten Synchromonstern aller Zeiten. Ich meine, es sind einfach riesige Stufe 12 Synchromonster, die als Bossmonster voranschreiten und diese ganze Beschwörungsmethode so ein bisschen anführen, aber leider werden die nicht eingesetzt im kompetitiven Bereich und das ist sehr schade. Aber wie auch immer, ich würde sagen, das werden wir heute diskutieren. Wenn ihr diese Art von Videos feiert, dann schaut gerne mal vorbei in der Playlist. Ich habe hier schon diverse nostalgische Karten behandelt, aber auch ein paar bekannte, die mal recht gut waren. Und da würde ich sagen, schaut auch gerne mal vorbei bei meinem Sponsor Lotti Cards, bei meinem Replay-Kanal und bei meinem Instagram. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an mit der Bewertung der Quasars. Und naja, Leute, ich würde sagen, wir starten jetzt mal damit, dass ich diese Karten hier kurz vorstelle. Ganz links haben wir die Karte Quasar-Stundendrache, rechts daneben der Siffre und ganz rechts die Karte Blazardrache. Und die sind alle sehr, sehr cool, haben alle drei Stufe 12, haben 4000 ATK und naja, beschworen werden diese Karten hier auch alle gleich. Und zwar durch ein Synchromonster, das ein Tuner ist und zwei oder mehr Synchromonster, die keine Tuner sind. Das bedeutet, man braucht drei Synchromonster, aus denen man dann quasi dieses eine Bossmonster baut. Oder sogar noch mehr, wenn man halt wirklich niedrigstufige Synchromonster hat, was ja auch sein kann. Man muss sagen, diese Mechanik hier kostet wirklich eine ganze Menge, aber dafür sind diese Karten hier auch gar nicht mal so schwach. Der normale Quasar-Stundendrache ganz links kann nämlich tatsächlich mehrfach angreifen, je nachdem, wie viele Nichtempfängermonster für seine Summon verwendet wurden. Und er kann auch Effekte negieren, und zwar once per turn, was auch cool ist. Also es ist eine Interruption in der Runde des Gegners und die Karte macht OTKs. Und wenn die Karte sterben sollte, darf man einfach so einen Sternstundendrachen beschwören. Und das ist quasi so ein kleiner Trostpreis. Man muss aber sagen, wenn der Quasar sterben sollte, hat man schon so ein Riesenproblem normalerweise in solchen Fun-Decks, dass der Sternstundendrache auch nichts mehr reißen wird. Von daher, es ist ein kleiner Trostpreis, nicht so relevant. Aber die beiden anderen Effekte, die sind gut. Der Siffre allerdings ist nicht ganz so toll. Der ist zwar auch sehr stark, keine Frage, aber naja, die Effekte sind halt nicht so nice. Er kann zunächst mal ein Effektmonster negieren und dann eine Karte schießen, was auf jeden Fall cool ist, aber du kannst halt beispielsweise hier keine Zauber- oder Fallenkarten negieren. Aber jede Karte, die ihr kontrolliert, könnt ihr einmal schützen über den Siffre pro Spielzug. Das bedeutet, wenn ihr beispielsweise zwei schwache Monster habt und die werden beide jeweils einmal angegriffen, dann überleben sie beide durch den Schutzeffekt von Siffre. Wenn aber ein Monster mehrfach angegriffen wird oder mehrfach quasi von einem Crush-Effekt getroffen wird, dann stirbt es leider trotzdem. Und das ist dann ein bisschen traurig, aber okay, es ist ein cooler Schutzeffekt für quasi alles, was ihr habt. Und auch diese Karte hat quasi einen kleinen Trostpreis, und zwar darf sie dann quasi, wenn sie mal gestorben ist, irgendwann einen Stardust wiederbeleben, was okay ist, aber den spielt man teilweise gar nicht in Decks, die ja die Quasars spielen, von daher, naja, wie gesagt, kleiner Trostpreis. Aber der Blazardrache ist deutlich besser. Und zwar kann der sich quasi bis zur nächsten Endphase verbannen und dann darf man entweder egal welchen Effekt aufhalten, beziehungsweise egal welche Karte, oder egal welche Summon aufhalten, oder eine gesamte Battlephase aufhalten und negieren. Und das sind wirklich saukranke Effekte. Ich meine ganz ehrlich, man kann sich hier frei auswählen, was man aufhalten möchte. Und das sorgt quasi dafür, dass der Blazardrache hier ganz klar im Fokus steht. Das mit Abstand beste Quasar-Monster. Doch wir haben ein Problem, der Blazardrache schafft keine OTKs. Dafür ist der Quasar-Stundendrache zuständig, also quasi das Original. Das bedeutet, man spielt auf jeden Fall den Blazardrachen, wenn man diese Quasar spielen möchte. Und wenn es geht, wenn der Platz da ist, auch noch den normalen Quasar-Stundendrachen. Aber der Siffre, den braucht niemand. Der ist also sowieso schon quasi im Vorhinein ausgeschlossen von unserer Bewertung, weil er einfach nichts bringt. Die Negation ist bei den anderen beiden Monstern besser. Der Schutzeffekt ist relativ sinnlos in den meisten Fällen, der Platz ist nicht da und die OTKs bekommt er auch nicht hin, von daher, es gibt keinen Grund, den zu spielen. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, wenn die Karten jetzt gerade nicht gespielt werden, wie war es denn damals? Man muss sagen, diese Karten hier waren teilweise mal sehr, sehr beliebt als Bossmonster. Ich meine, es sind einfach krasse Bossmonster mit 4000 ATK und Annullierungseffekten. Sowas gab es damals halt einfach nicht überall.
Und es war teilweise wirklich sinnvoll, so viele Ressourcen aufzubrauchen, um auf so ein Bossmonster zu gehen. Es gab damals relativ stabile Decks, auch teilweise einfach Synchrohaufen, die Quasars bauen wollten und die damit wirklich Spieler gewonnen haben. Es war nie unfassbar broken oder so, aber es war zumindest mal eine gute Nische, in die diese Karten reingepasst haben. Zumal halt einfach dieser ganze Synchro-Spam sehr krass im Hype war. Ich meine ganz ehrlich Leute, denkt mal ein paar Jahre zurück. Wie viele Synchro-Spam-Decks haben wir vor Link gesehen? Es war ständig überall im Hype. Die Leute haben alles mögliche probiert und die haben sich dann später auch noch quasi diese ganzen Synchro-Fusionist-Decks ausgedacht, die wohl die komplexesten Decks aller Zeiten waren. Und bevor das im Hype war, waren die Quasars auf jeden Fall auch sehr schöne Ziele für solche Spam-Decks und die Fanbase für Synchro-Decks, die war auf jeden Fall da. Doch dann, meine Freunde, kam das Link-Format und das war auf jeden Fall ein krasser Rückschlag. Wir haben Needle Fiber nach wie vor nicht, von daher, Synchro-Decks zu spielen, ist mutig, das geht nicht immer so einfach, weil du musst halt erstmal Zonen verlinken. Und ich meine, diese Karten hier baut man einfach aus drei Extra-Deck-Monstern, die alles keine Link-Monster sind. Das bedeutet, du musst erstmal irgendwie ein Link-Monster aufbauen, was, wenn es geht, drei Pfeile hat, so wie Saruja beispielsweise. Da musst du noch alle Synchro-Monster quasi rausbekommen, also zwei, naja, Non-Tuner-Synchro-Monster und ein Tuner-Synchro-Monster, so wie Formula-Synchron. Und da musst du die alle drei zusammenlegen, um ein Bossmonster zu holen. Und das ist wirklich verdammt kompliziert. Ich meine, die normale Combo auf die Quasars vor dem Link-Format war auch nicht so einfach. Du brauchtest auf jeden Fall sehr, sehr viele Monster, die floaten konnten, um irgendwie konstant dieses Play hinzubekommen. Aber es war zumindest noch ganz gut möglich und auch recht konstant möglich. Aber wenn jetzt quasi noch weitere Kosten hinzukommen, um die Pfeile zu bezahlen, wird's wirklich eng. Ich meine es ganz ernst. Und der Platz auf dem Feld wird auch knifflig. Und mittlerweile haben wir auch noch diverse Handtraps, die halt wirklich solche Spamplays gerne mal aufhalten können, darf man auch nicht vergessen. Von daher, im Link-Format sind diese Karten hier auf jeden Fall sehr viel schlechter geworden, das kann man nicht anders sagen. Aber das Schlimmste ist einfach, diese Karten hier ergeben gar keinen Sinn mehr. Man sollte die wirklich nicht spielen, zumindest halt nicht in den meisten Decks. Das Problem ist halt einfach folgendes. Negation-Boss-Monster bzw. generell krasse Boss-Monster sind keine Seltenheit mehr. Früher war das anders, wir hatten jetzt nicht so viele Karten, die lächerliche Negations rausgehauen haben. Klar, wir hatten auch damals welche, aber nicht so viele. Und deswegen war der Weg auf jeden Fall auf die Quasar Dragons noch die Sache wert, um halt wirklich Negations rauszubekommen, die den Sieg garantiert haben. Aber mittlerweile haben wir so Karten wie Savage Dragon oder beispielsweise Effa Dragster in Synchro-Decks, die halt wirklich einen sehr, sehr guten Job machen. Zu denen haben wir natürlich noch die Karte Naturia Ungeheuer, die besser ist denn je. Das war damals noch nicht so krass in vielen Fällen, dass ein Naturia Ungeheuer so viele Duelle entschieden hat. Klar, die Karte war auch damals nice, aber heutzutage ist sie fast noch besser geworden. Wir haben Appalosa als Link-Monster, was man auch aufbauen kann in diversen Synchro-Decks. Und wir haben noch viele, viele weitere Karten, die einfach quasi genauso gut in die Gates raushauen können, wie diese Quasar-Drachen. Und die sind viel, viel günstiger. Und das ist wirklich leider ein echtes Totschlagargument. Ich meine, warum solltest du dir die Mühe machen, am ganzen Link-Format vorbeizuarbeiten, eine riesige Combo aufzubauen, die auch noch Handtrap-anfällig ist, die ganzen Pfeile zu verlinken, dann drei Synchro-Monster zu beschwören, um dann quasi nur eine Negation zu haben? Das ist einfach nicht gut genug. Und von daher muss ich sagen, naja, ist die Konkurrenz so ein bisschen ein Totschlagargument, aber es geht noch weiter. Der OTK-Aspekt ist halt auch komplett überholt, ne? Muss ich, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so ausführlich ansprechen auf diesem Kanal hier. Ich habe es schon diverse Male gesagt. Eine Karte, die heutzutage noch OTKs machen möchte, muss sich wirklich durchsetzen gegen die gängigen Staples. Und wir haben halt so Karten wie Boreal Sword oder beispielsweise, naja, Utopia Double und so. Man muss sagen, Utopia Double ist jetzt nicht so leicht beschwörbar in so einem Synchro-Deck, weil die halt für gewöhnlich viele kleinstufige Monster haben und nicht so viele normale Stufe 4 Monster einfach, die man jetzt mal overlayen kann. Und das ist auch nicht ihre Strategie. Aber der Boreal Sword ist einfach wirklich eine heftige Konkurrenz zum halt einfach dem Quasar. Weil er greift auch mehrfach an, kann sich pushen, kann Monster in Death drehen, kann nicht durch Kampf zerstört werden. Der ist wirklich ein Allrounder, was OTKs angeht. Und wenn man irgendwie einen weiteren Beatstick rausbekommen sollte, beispielsweise ein anderes Negation-Boss-Monster als den Quasar und halt den Boreal Sword, hat man sofort mal 10.000 ATK auf dem Board. Das ist mehr als der Quasar jemals machen konnte. Ich meine, wenn man den richtig beschwört, ne, kann der theoretisch dreimal angreifen für 4.000 ATK. Aber in der Praxis macht das das Ganze noch komplizierter, ne? Weil da musst du theoretisch 4 Synchro-Monster quasi für ihn aufgegeben haben, was im Link-Format
eigentlich gar nicht mehr denkbar ist. Von daher, der wird normalerweise nur zweimal angreifen können und das sind nur 8000 Schaden. Wenn du gegen Monster angreifen musst, dann naja, reicht das schon nicht mehr für nur TK. Aber der Borrowed Sword, der schon eher. Und das, muss ich sagen, ist halt ebenfalls ein riesiges Problem von dieser Kartengruppe. Die Konkurrenz ist einfach besser denn je und die wird immer besser. Und da kommen wir jetzt auch schon quasi zu der Zukunft und da muss ich sagen, sieht es sehr, sehr düster aus. Das Spiel wird immer schneller. Es gibt immer mehr Möglichkeiten quasi, krasse Kombos aufzubauen, weswegen so eine Kartengruppe hier auf jeden Fall beschwörbar ist. Aber gleichzeitig bekommen wir einfach Karten, die halt auch Negations machen können, die immer günstiger werden. Weswegen halt diese Karten hier leider obsolet werden. Und das wird immer schlimmer. Das Ding ist halt nur folgendes, diese Karten hier sind unfassbar beliebt. Es ist der Wahnsinn. Die Quasars haben bis heute, obwohl die quasi komplett ausgestorben sind, nach wie vor eine große Fanbase aus Leuten, die Decks um sie aufbauen wollen. Mich eingeschlossen. Ich mag die Karten sehr gerne und stelle sie auch sehr gerne vor in Fun-Decks auf dem Replay-Kanal, aber es sind halt keine starken Decks und das ist das Problem. Es könnte aber sein, dass Konami sagt, okay, die Fanbase ist da, wir bringen weitere Exemplare von dieser Karte raus. Ich meine ganz ehrlich, es gibt jetzt schon drei von der Sorte. Eine vierte Karte dieser Art wäre nicht gerade weit hergeholt. Die Frage ist halt nur, wie will man die balancen? Man darf auf gar keinen Fall die Kosten verändern, weil die quasi halt einfach das Markenzeichen sind von dieser Kartengruppe. Man darf aber auch nicht das Ganze zu stark machen von den Effekten her. Das heißt, die Karte darf nicht irgendwie sofort ein Insta-Win sein in jeder Situation, weil dann wäre sie langweilig. Es ist in meinen Augen gar nicht mal so einfach, einen vierten Quasar zu balancen und fair zu schreiben, ohne dass er schlecht ist. Und deswegen glaube ich, dass Konami auf jeden Fall noch eine Weile warten wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Quasar nochmal ein Comeback feiern wird. Und da muss ich sagen, habe ich sogar Hoffnung, dass einige Fun-Decks die Karte wieder ernsthaft spielen können, als wirklich gute Option, die sich auch lohnt. Aber ein Problem werden wir logischerweise immer haben, und zwar einfach den Platz. Ich meine, du musst halt wirklich für dieses Quasar-Play sehr, sehr viele Plätze aufgeben im Extra-Deck. Und das rächt sich gerne mal im Link-Format. Ihr merkt also schon, die Quasars sind auf jeden Fall auf der Kippe, so ziemlich unspielbar zu werden. Und ich hoffe mal, das wird sich dann ändern in Zukunft. Aber gut. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Fazit. Ich muss sagen, die Quasars sind bis heute in einigen Fun-Decks eine nette Sache. Man kann die beispielsweise einbauen in so einen Speedroid-Windhaufen. Das ist schon vorstellbar. Oder auch noch in diverse andere Decks, wie beispielsweise einfach gesichtslosen Synchro-Spam. Das kann man alles machen, die Frage ist halt nur, ist es gut und besser als andere Synchro-Spam-Decks, die beispielsweise auf Savage Dragon und Co. gehen? Und da muss ich leider sagen, nein, und zwar in keinster Weise. Die Karten wurden komplett abgehängt und sind einfach als Bossmonster die Sache nicht mehr wert, weil die viel zu teuer sind und im Link-Format viel zu kompliziert. Sehr, sehr schade eigentlich, aber ich muss sagen, ich liebe die Quasar Dragons und ich würde es vielleicht sogar feiern, wenn wir quasi Karten hätten, die die Kosten von diesen Karten hier so ein bisschen umgehen könnten. Man muss dann aber stark aufpassen quasi mit dem Balancing bzw. mit der Abusbarkeit bei anderen Bossmonstern. Von daher, vielleicht ist es besser so, dass das bisher nicht geht. Wie auch immer. Sehr, sehr coole Karten auf jeden Fall. Eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare, so wie immer. Und ihr könnt mir auch gerne weitere Monster vorschlagen, die ich bei diesem Format hier mal bewerten soll. Und da würde ich sagen, geht es damit beim nächsten Mal weiter. Und dann würde ich sagen, schaut auch gerne mal vorbei bei meinem Sponsor Lotticards, bei meinem Replay-Kanal und bei meinem Instagram. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.